Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, also ich versuche, ich werde mein Bestes geben, die Piratenpartei wieder dahin zu bringen, wo wir 2009 angefangen haben. Ich denke, dass wir den Spirit nicht verloren haben und die Ideen sind auch noch da. Ich denke, dass die Mitglieder nicht wollen, dass wir uns den Attitüden der CDU, SPD, der großen Parteien annähern, sondern dass wir uns selber finden. Und dafür stehe ich ein. Und das möchte ich gerne nach vorne bringen. Ja. Dann? Gibt es irgendwelche Fragen? Soll ich noch irgendwie länger irgendwas sagen? Lass dich kurz gefasst. Moment. Immer nacheinander. Okay. Also wie soll das denn funktionieren? Wie wollen Sie denn die Piraten nach vorne bringen und zu einem Erfolg bei der Europawahl führen? Ich denke mal, ein wesentlicher Punkt ist Motivation und vielleicht auch wieder besinnen auf das, weswegen wir uns eigentlich mal gegründet haben. Wir haben viele Grundsätze, die wir in dem Laufe der Zeit wirklich so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Aber nichtsdestotrotz ist das ja unser Grundsatzprogramm. Und viele Leute wieder dahin zu bringen, zu sagen, ja, das sind unsere Gemeinsamkeiten, bedeutet auch Motivation innerhalb der Piratenpartei. Und ich glaube, statt sich immer in so einem kleinen Nebenfu irgendwo kaputt zu wäschen und zu haten, also wirklich auch nach vorne zu gehen und zu sagen, das sind unsere Gemeinsamkeiten, das würde auch wirklich einen Impuls in die Piratenpartei hineinbringen. Wir haben tolle Ideen, wir können viel machen, wir können viele Aktionen machen. Und die Leute dazu zu bringen, mal wieder zusammen irgendwelche Aktionen zu machen, wäre großartig. Herr Lanisch? Herr Wirth, es ist ja auch bei der Wahl und beim Ergebnis sichtbar geworden, dass es durchaus verschiedene. Es ist ja sichtbar geworden, dass es durchaus verschiedene Strömungen und, um nicht zu sagen, Flügel innerhalb der Partei gibt. Was ist aus Ihrer Sicht da vordringlich, um das zusammenzuführen? Oder geht das gar nicht? Ich weiß nicht, ob es wirklich so geht. Ich denke, ich werde niemanden jetzt hier versuchen, aus der Piratenpartei rauszudrängen oder zu sagen, so, ich möchte gerne etwas vorleben und ich möchte gerne versuchen, dass die Leute wieder Motivation haben, mitzumachen, an diese Idee glauben, an diese Grundsätze glauben, die wir uns ja mal auf das Revers geheftet haben. Ich glaube, da gibt es eine Mehrheit für, innerhalb der Piratenpartei. Und ob das jetzt, wie gesagt, die Person Sekor oder die Person Thorsten Wirth ist, ich sehe jetzt nicht die Kluft. Ich sehe, dass wir Gemeinsamkeiten haben und die möchte ich gerne wieder aufzeigen. Und ich glaube auch, dass wir es dann schaffen, diese verschiedenen Lager und Grüppchen, die es alle gibt in der Piratenpartei, hinter diesem einen Grundsatz zu vereinen. Da bin ich fest von überzeugt. Weitere Fragen? Also der Grundsatz, das ist eine interessante Frage, der Grundsatz ist, denke ich mal, ein Menschenbild, ein Gesellschaftsbild, das wir haben. Und dieses Gesellschaftsbild baut auf einer aufgeklärten Gesellschaft, die frei von Repressionen ihre Meinung sagen kann und an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitarbeiten kann. Das steht letztendlich so in unserem Grundsatzprogramm drin seit 2006 und wir haben dazu Ja gesagt. Wir wollen eine Wissensgesellschaft. Wir wollen eine aufgeklärte Bevölkerung haben, die über das, was mit ihr passiert in der Politik, natürlich auch mitentscheiden kann. Wir leben in einer Republik, Respublika, das heißt Ding der Öffentlichkeit. Und das ist meines Erachtens nach in unserer Gesellschaft komplett verloren gegangen. Und dieses Ding der Öffentlichkeit fordert von den Menschen Aufgeklärtheit, Wissen, Bildung. Und erst dann kann auch Teilhabe stattfinden. Dann kann also wirklich auch der Mensch mit an der Gesellschaft mitbauen. Und das ist letztendlich ein Ziel, was wir haben. Weitere Fragen? Ja. Sie haben gesagt, Sie wollen die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung auch versuchen, zumindest zu entwickeln. Wie soll sich das denn konkret darstellen? Sie als Vorstand dann, was für eine Art von Arbeit wollen Sie als Vorstand machen? Wollen Sie eher ein Verwaltungsvorstand sein oder wollen Sie jetzt doch etwas politischer sein, als der Vorstand bislang bei den Piraten war? Politisch. Was heißt das? Das heißt, dass wir dieses Gesellschaftsbild, dieses Menschenbild, was auch in unserem Grundsatzprogramm ja auch definiert ist, ich lese das daraus. Das würde ich den Leuten auch gerne oder auch den Piraten gerne mal wieder
an die Hand führen will. Viele fragen danach, was sind unsere Ziele, wo kommen wir hin, wo gehen wir her. Also da würde ich den Leuten gerne sagen, da steht es doch. Da steht es doch eins zu eins drin, dass wir dieses Gesellschaftsbild protegieren wollen. Und wir wollen, dass die Leute darüber nachdenken, dass sie sich vielleicht auch Gedanken machen, eine große, vielleicht gesellschaftliche Debatte machen. Warum gibt es die ganze Wirtschaft? Warum gibt es diesen ganzen Tamtam? Sollen die Leute glücklich werden? Wollen sie sich selbst verwirklichen? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Warum haben so wenig Leute Lust auf Politik? Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und nicht nur wir, sondern die Gesellschaft. Konkrete Maßnahmen? Konkrete Maßnahmen wären jetzt hier beispielsweise von uns, erstmal dieses Ziel überhaupt auszusprechen. Das ist vielleicht erstmal banal oder trivial, aber für viele ist es etwas, was vorher nicht da war. Und wenn wir dieses Ziel beispielsweise auch hinstellen und sagen, ja, das ist es, dann kommen auch die konkreten Diskussionen, dann kommen auch konkrete Anfragen von uns, dann werden vielleicht auch da Leute hergehen und sich vielleicht wieder ein bisschen mehr mit uns auseinandersetzen. Ich denke, dass wir gehen jetzt auf die Straße für ein Gesellschaftsbild, das ist Blödsinn. Also ich denke, dass wir diese Diskussion brauchen, dass wir auch dieses Bild überhaupt zeichnen müssen. Das ist es. Ja. Auch viele Piraten haben nicht mehr so viel Lust auf Politik wie früher. Hier sind nur noch halb so viele Mitglieder da wie vor einem Jahr in Bochum. Ja. Wie wollen Sie denn überhaupt Ihre Basis wieder motivieren? Also das ist eine gute Frage. Ich denke, da sind alle gefragt, die jetzt noch wirklich dabei sind und aktiv sind. Ich denke, Motivation ist jetzt das Gebot der Stunde. Also ich werde das jetzt nicht reißen können und einfach irgendwo Hurra schreien und alle rennen hinter uns her. Weil vielleicht kann ich den Anstoß vom Bundesvorstand aus in die Piratenbasis tragen. Ich weiß es nicht. Aber das wäre ein Anfang. Und ein Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Also Aber das ist ja jetzt doch alles so relativ unkonkret. Also zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das machen soll. Also irgendwie müssen wir diskutieren. Das ist auch ehrlich gesagt was man jetzt über den Bundestagswahlkampf von allen möglichen Vertretern gehört hat, ja, der Partei. So, wir müssen darüber wieder reden, wir müssen das wieder sagen. Sie haben es ja jetzt gesagt und es ist anscheinend nicht angekommen. Die Frage nach was wollen Sie anders machen? Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, war ja eine erweiterte Frage, auch die Frage nach der Motivation. Wie können wir motivieren? Sehe ich das richtig? Ja? Nicht nur motivieren, auch durchdringen. Nach außen. Ach so, nach außen durchdringen. Ich denke, da gibt es einige Maßnahmen, die wir machen können. Dass wir nach außen durchdringen. Ja, wir können beispielsweise innerhalb unserer Presseorganisation, hoffe ich, doch an den einen oder anderen Stellschrauben drehen, dass wir nach außen, wie gesagt, nicht mehr so breit auftreten, also nicht mehr so mit der Menge an Piraten auftreten, sondern dass wir vielleicht auch ein paar gezielte Ansprechpartner für Sie haben, damit Sie dort vielleicht auch Antworten auf Ihre Fragen bekommen. Weil das war, so wie ich es wahrgenommen habe, oder auch die Diskussion mit den Journalisten, die ich jetzt mir angeschaut habe in Vorbereitung auf diesen Wahlkampf, war halt so, dass die Journalisten auch verlangen, dass sie einen oder zwei Ansprechpartner haben und nicht tausend. Und das ist vielleicht eben auch ein Problem, wo wir vielleicht auch dran arbeiten müssen. Aber es gibt noch mehr Stellschrauben, an denen wir drehen können, um den Kontakt mit Ihnen und Ihre Fragen auch besser zu beantworten. Das sind aber auch durchaus Ihre Anregungen immer gern gesehen. Das muss jetzt nicht so sein, dass ich hier sofort alle Antworten auf alle Fragen habe. Obendrein ist der ganze Bundesvorstand ja noch nicht komplett gewählt. Und ich bin einer von vielen. Das heißt, das wäre dann morgen wahrscheinlich die interessantere Frage. Haben Sie ein konkretes politisches Projekt? Ich? Ja, viele. Was wollen Sie hören? Wo soll ich anfangen? Datenschutzbüro, kommunales Datenschutzbüro, ist zum Beispiel ein Projekt, was ich gerade in Frankfurt mache, wo ich mit den Datenschützern Rhein-Main dran bin, wo wir auch als Piraten den Anstoß für gegeben haben. Wir setzen uns ein für den freien Zugang zu Museen, wo wir auch jetzt mal wieder auf kommunaler Ebene etwas machen. Jetzt auf Bundesebene sehe ich für uns als Herausforderung die Große Koalition. Weil es eine Zäsur für unsere Demokratie bedeutet, weil wir letztendlich mit so einer Macht, die im Bundestag dann vorhanden sein wird, auch schon, ja, wir verlieren Kontrolle. Also wir als der Souverän, als die Bevölkerung, und wir sind ja jetzt außerparlamentarische Opposition und wir müssen da sehr deutlich werden, dass wir diese Kontrolle über die Regierung nicht so ohne weiteres aufgeben können, weil sich dort Mehrheiten gebildet haben, die demokratische Prozesse unterdrücken. Piraten sitzen in vier Landtagen, wie wollen Sie mit denen zusammenarbeiten? Freundschaftlich. Ja, also wie soll ich mit denen zusammenarbeiten? Sie sind souverän, wir plädieren dafür für freie Abgeordnete, die sich auch frei entscheiden können. Und da denke ich, dass wir das, was Sie an Aktionen machen, auch, dass wir die nach außen tragen.
wo wir natürlich auch ein bisschen bitten, die Abgeordneten uns über ihre Tätigkeit gut zu informieren. Was ich bis jetzt sehe, ist das auch der Fall. Und das würde ich gerne intensivieren. Also da würde ich ganz gerne natürlich hergehen. Ich kenne auch viele Abgeordnete privat, wo wir ja, die Kommunikation einfach aufrechterhalten. Nach innen wie außen. So. Bei vielen Ihrer Vorgänger war eine gewisse Erschöpfung spürbar nach der Zeit im Vorstand. Ich würde gerne wissen, wie planen Sie, das zu machen? Sie haben ja sicherlich auch einen Beruf. Wie wollen Sie diese beiden Sachen unter einen Hut bringen und damit vielleicht vermeiden, dass Sie nach einem Jahr schon wieder keinen Bock mehr haben? Ja, man nennt das Ganze Gelassenheit. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie sich sehr alles annimmt, was von außen auf ihn einstürmt. Das bin ich einfach nicht. Also ich denke auch immer so lazy. Also lazy day. Also viele Leute kommen immer zu einem, die wollen irgendwas und das ist dann ihr Ding, das ist dann total wichtig und tralala und also das muss man dann einfach auch mal ein bisschen relativieren im politischen Alltag. Aber ich war ja schon mal im Bundesvorstand, von daher kenne ich das, wie auch die Einflussnahme auf Personen im Bundesvorstand stattfinden, wo ich dann einfach denke, das lasse ich halt eben nicht alles an mich heran. Obendrein habe ich eine Familie und mit so einem kleinen, eineinhalbjährigen Sohn um die Füße, da wird man schon sehr geerdet. Moment. Die schlimmen Fotos waren so, ja eben oben auf der Bühne. Ich glaube, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, Frau Geißler, noch eine. Können Sie mit Austeritätspolitik inzwischen was anfangen? Ja, ein bisschen, ja. Also ich habe es eben, muss ich dazu sagen, auch akustisch einfach nicht verstanden, weil die Lautsprecher, die gehen nach vorne hin und es kam in meinen Ohren irgendwie so ein bisschen genuschelt rum. Die Fragen wiederholen. Ich glaube, wollen Sie die Frage nochmal haben? Nee, oder war okay? Okay. Ja, die Frage habe ich von okay. Der Bühne vorher. Nein, eben auf der Bühne habe ich das Licht. Okay. Auf der Bühne habe ich es einfach schlichterdings nicht richtig verstanden und zudem habe ich das Wort auch noch nie gehört. Jetzt wurde es mir aber eben gerade erklärt und jetzt kann ich etwas damit anfangen. Okay, super, dann danke ich Ihnen gerade. Einige von Ihnen haben noch persönliche Termine. Persönliche Interviewtermine, da genau. Ich glaube, der Kollege von N24 wollte noch mal 20 Sekunden. Ansonsten haben wir persönliche Termine und ich wünsche Ihnen erstmal viel Spaß mit den stellvertretenden Vorsitzenden. Die werden wir sicherlich heute auch noch wählen und den Stellvertretenden.